Heute geht es um perfekte Produktfotos, die du ganz einfach mit deinem Smartphone erstellen kannst. Da ich immer wieder positiv überrascht bin, welche Qualität man mit einem iPhone erzielen kann, zeige ich dir heute in 5 Schritten, wie du mit deinem Smartphone professionelle Produktfotos erstellen kannst. Als erstes möchte ich mich aber für das zahlreiche positive Feedback auf mein letztes Video bedanken, da ich mich darüber sehr gefreut habe. Die meisten Nachfragen hatte ich aber tatsächlich zu dem Thema Fotografieren mit dem Smartphone und wie man damit am besten gute Ergebnisse erzielen kann. Viele denken immer, dass sie tausende Euros in teures Equipment stecken müssen, um professionelle Ergebnisse zu erhalten. Dabei reicht meistens ein aktuelles iPhone. Und daher zeige ich dir heute, wie du Produktfotos genauso gut wie mit einem sehr teuren Fotostudio auch einfach mit deinem iPhone machen kannst. Fangen wir aber als erstes mit den verschiedenen Seitenverhältnissen an. Hier ist natürlich die erste Frage, wollen wir im Hoch- oder im Querformat fotografieren? Danach geht es um das richtige Seitenverhältnis. Dazu gehen wir in das Pop-up-Menü der Foto-App und entscheiden uns für das passende Verhältnis. Natürlich können wir auch alles in 4:3 fotografieren und später croppen. Meine Erfahrung zeigt aber, dass die Gestaltung des Bildes besser funktioniert, wenn wir uns schon vorher auf ein passendes Seitenverhältnis festgelegt haben. Wie zum Beispiel 9:16 Hochformat für Insta-Stories. Je nach Smartphone haben wir einen Weitwinkel sowie ein Teleobjektiv und bei einigen Varianten kommt noch ein Superweitwinkel als willkommene Erweiterung dazu. Hier kann ich nur empfehlen, einfach mit den entsprechenden Optionen spielerisch eine geeignete Perspektive suchen und finden. Generell kann man nach Lust und Laune den Blickwinkel aussuchen, der einem selber am besten zusagt. Wenn man aber Makroaufnahmen machen möchte, sollte man eher das Teleobjektiv nehmen. Als zweiten Punkt zeige ich euch heute, welche iPhone-Settings besonders wichtig und hilfreich sind. Hier lohnt sich ein genaueres Hinsehen, da wir mit wenig Aufwand schon zu wesentlich besseren Aufnahmen in kürzerer Zeit kommen. Der erste Tipp ist hier das schnelle Aktivieren der Kamera. Am einfachsten und schnellsten geht es, indem wir etwas länger auf das Kamerasymbol drücken, es dann loslassen und schon haben wir die Kamerafunktion. Alternativ kann man auch einfach nach links wischen und schon kann man fotografieren. Als nächstes gehen wir in die Einstellung der Kamerasettings und stellen uns das Raster ein. Und bei Format sollten wir maximale Kompatibilität einstellen. Dadurch werden die Bilder zwar etwas größer im Datenvolumen, sind aber dafür weniger komprimiert und als positiver Nebeneffekt auch kompatibler. So, jetzt sind wir gut vorbereitet, um wieder in die Kamera-App zu wechseln. Nachdem wir unser Objekt richtig positioniert haben, können wir nun Belichtung und Schärfe ganz einfach einstellen, indem wir auf die Stelle des Bildes tippen, die wir scharf und richtig belichtet haben wollen. Wenn wir jetzt mit dem Finger nach oben oder unten wischen, können wir die Belichtung des Bildes dunkler oder heller machen und so das Bild wesentlich optimieren. Wenn wir die Schärfe und die Belichtung fixieren wollen, brauchen wir nur etwas länger auf die entsprechende Stelle drücken, bis oben der Hinweis AE-AF-Sperre auftaucht. So bleiben unsere Einstellungen auch nach dem Auslösen bestehen und verändern sich nicht. Wollen wir diese Sperre wieder aufheben, einfach wieder auf eine neue Stelle im Bild tippen. Als nächstes gehen wir am besten direkt mal der Reihe nach durch die einzelnen Einstellungen der App. Nachdem wir oben auf den Pfeil getippt haben, ändert sich das untere Menü und zeigt uns die verschiedenen Fotoeinstellungen. Ganz links befindet sich das Blitzsymbol. Hier stellen wir den Blitz aus, da wir ja heute nur mit weichem Licht arbeiten wollen und der eingebaute Blitz nicht dazwischen hauen soll. Direkt daneben ist die Einstellung für Live-Foto, die wir heute auch nicht benutzen und daher ausgeschaltet lassen. Die Seitenverhältnisse rechts daneben hatten wir ja schon besprochen, daher können wir uns direkt um die Belichtungseinstellung kümmern. Entweder korrigieren wir die Belichtung an dieser Stelle oder nutzen, wie bereits erwähnt, die Variante, indem wir mit dem Finger auf dem iPhone nach oben oder unten wischen. Wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis, dass man sich eher auf die Details in den Lichtern konzentrieren sollte, da ausgebrannte Lichter keine Zeichnung mehr aufweisen, Schatten aber im Verhältnis dazu leichter aufgehellt werden können. Also in Kurzversion, lieber etwas dunkler belichten und dann die Schatten später über die Bildbearbeitung etwas aufhellen. Direkt daneben ist der Selbstauslöser und den sollten wir für unsere Produktfotos unbedingt benutzen, damit wir Erschütterung beim Auslösen minimieren und somit Verwacklungsunschärfen deutlich reduzieren können. Kommen wir nun zu den verschiedenen Filtern. Hier gibt es eine kleine Bibliothek von fertig eingestellten Filtern, die wir als Loop über unsere Fotos legen können. Ich persönlich nutze diese Filter kaum, da ich die Einstellung lieber in der Nachbearbeitung selber vornehme. Wem es aber gefällt, der kann hier direkt seinen Look finden und anwenden. Sobald ein Filter aktiv ist, sieht man es oben an dem aktivierten Filtersymbol. Als dritten Schritt sollten wir unbedingt ein Stativ benutzen. Natürlich macht es mehr Spaß, direkt drauf los zu fotografieren und sich nicht durch ein Stativ in seiner Bewegungsfreiheit einschränken zu lassen. Ich empfehle aber trotzdem ein Stativ, da du erstens dein Bild in Ruhe und präzise gestalten kannst und zweitens ist es so leichter, die Schärfe und die Belichtung richtig einzustellen.
Der vierte Schritt für ein perfektes Produktfoto ist das optimale Licht. Eigentlich ist es heutzutage fast egal, mit welcher Kamera oder Smartphone wir unsere Bilder aufnehmen. Viel entscheidender ist die Komposition des Bildes und vor allen Dingen die Verwendung eines schönen und ausgewogenen Lichtes. Wichtig auch hier ist es, wieder eine große helle Lichtquelle für weiches Licht zu benutzen, damit die Plastizität des Objekts schön herausgearbeitet werden kann. Wenn du jetzt noch Lust hast, kannst du sehr gerne mit einem leichten Verlauf arbeiten und so noch mehr Lebendigkeit in deine Fotos bringen. Ach ja, und das Arbeiten mit Aufhellern ist auch hier ein wichtiger Bestandteil des hochwertigen Lichts und sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden. Der fünfte und letzte Schritt zu deinem perfekten Produktfoto ist die Bildbearbeitung mit deinem iPhone. Selbst wenn wir bereits optimales Licht eingesetzt haben, lohnt es sich in den meisten Fällen doch noch, die Bilder etwas zu bearbeiten, damit wir noch mehr Qualität herauskitzeln können. Zum Glück hat jedes moderne Smartphone eine sehr intuitive und leistungsstarke Bildbearbeitungs-App direkt installiert. Bevor wir aber mit der Bearbeitung der Bilder beginnen, sollten wir unbedingt True Tone und Night Shift ausstellen, damit wir die Bilder neutral begutachten können. Dazu wischen wir von der oberen Kante nach unten und drücken danach etwas länger auf den Helligkeitsregler, bis wir zu den Einstellungsoptionen gelangen. Hier bitte beides ausstellen. Als nächstes gehen wir in die Fotobibliothek und wählen das zu bearbeitende Foto aus. Über die Bildbearbeitung mit einem iPhone könnte ich natürlich jetzt direkt einen ganzen Tag reden. Damit es aber jetzt hier nicht zu aufwendig wird, kann ich euch nur empfehlen, einfach mal die verschiedenen Menüpunkte auswählen und mit den Reglern etwas rumspielen. Dabei aber trotzdem nicht vergessen, dass bei den ganzen Möglichkeiten weniger meistens mehr ist. Die verschiedenen Filter haben wir ja schon bei der Kamera-App kennengelernt. Hier auch wieder einfach den gewünschten Filter auswählen und über den Schieberegler die Intensität des Filters anpassen. Das sehr praktische Ausschnittswerkzeug findet ihr direkt daneben und es ist sehr nützlich, wenn ihr euren Bildausschnitt verändern wollt und das Bild drehen oder spiegeln müsst. Solltet ihr euch mal richtig in den Einstellungen verrannt haben, einfach unten links auf das X klicken, dann werden alle Einstellungen wieder zurückgesetzt. Und das waren 5 Schritte, wie du selber mit deinem iPhone großartige Bilder erstellen kannst. Du weißt jetzt, welche Einstellungen wichtig sind und welche Hilfsmittel dir bei der Arbeit helfen. Aber am wichtigsten auch hier immer der Hinweis, einfach ausprobieren, rumspielen und herausfinden, welcher Workflow und welche Arbeitsweise für dich persönlich am besten geeignet ist. Und wenn ihr in Zukunft weiterhin jede Menge gute Tipps zu Produkt- und Uhrenfotografie bekommen wollt, einfach diesen Kanal abonnieren. Bis bald!